Juhu und alle willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Im letzten Part haben wir die Zitadelle beendet, sind weiter durch einen Unterwasserparcours gewandert. Haben gerade eben hier noch Papier gesehen. Und befinden uns jetzt ganz offiziell in dem Turm von. Wie heißt das? Von Tionka. Das Grab von irgendwas. Da drüben liegt Munition, die versuche ich jetzt mal zu bekommen. Oh, warte, ich sehe, da ist eine Falle. Die wahrscheinlich ausgelöst wird, wenn ich darüber springe. Versuchen wir die mal nicht so auszulösen. Naja, laden wir halt nochmal, ne? Versuchen wir es nochmal. Müsste wahrscheinlich mit Anlauf rüber. Wenn sie springen würde. Ach, immer diese Challenges, ich weiß. So. So, schaffst du? Schaffst du? Böse Falle. Die wird gar nicht aufgelöst, wenn ich quasi daneben stehe. Aber der aufmerksame Tomb Raider wird sowas natürlich mitbekommen. Wenn er seine Tombs raidet. So, jetzt haben wir die Munition eingesammelt. Ich würde gerne die Pistole noch vom Pier haben. So, ich bin mal kurz hier. Ich weiß nicht, ob man da auch hin kann. Ich glaube, das ist zu hoch. Wie gesagt, wir haben im letzten Part hier ganz kurz Pier gesehen, wie er da steht. Und um die Ecke gelaufen ist. Fliegen. Es kann sein, dass natürlich nur für die Deko war. Piss dich, Pier. Hau ab. Oh, jetzt schon gespawnt. Wunderbar. So. Der Typ nervt halt unheimlich und man kann ihn nicht töten. Komm, bringt das irgendwas dahinter zu gehen? Ja, geht's auf jeden Fall weiter. Ha, ich bin durch. Ohne zu sterben. Cool. Ah, das hört auf, wenn man da nicht mehr steht. Okay, gut zu wissen. Okay, wo kommt man jetzt hier raus? Oh, die Wand kommt doch gleich runter, oder? Ich würde gerne was sehen, der war danke. Krokodile, 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 Krokodile. Okay, ist gerade qualvoll gestorben. Wunderbar, ich liebe es, wenn Krokodile sterben. Okay, hier liegt zumindest Munition rum. Schon mal ein Zeichen, dass man hier hin soll. Weiß ich auch gerade nicht, ob man hier weiter kann. Aber erstmal einsammeln und dann schauen. Vielleicht haben wir noch diesen zweiten Gang, wo ich meinte, dass man da vielleicht gar nicht weiterkommt. So. Weil hier geht's irgendwie nicht so richtig weiter. Mit Wasser vielleicht, dass man da oben dann irgendwie hin kann. Geht's denn da oben dort irgendwo lang? Nö, doch, da. Da in der Ecke ist irgendwas. Und da drüben ist auch irgendwas. Da ist auch irgendwas. Kann ich euch irgendeinen Stein rausziehen? Ich eher nicht. Ich glaube, es würde man ein bisschen mehr sehen.
Das heißt, wir müssen offenbar den anderen Weg dort irgendwie reinspringen. Ich weiß aktuell nicht, ob und wie das geht, aber wir versuchen es einfach mal. Dann war das offenbar der optionale Weg, oder? Wie muss ich das verstehen? Jetzt müssen wir hier wieder aufmachen. Ich speichere immer, weil ich bei der W auch überhaupt nicht sehe. Also ich sehe die halt nur halb, wie ihr gerade seht. Also ich habe halt nicht so eine Sicht, sondern... So ist besser. Wunderbar. Wunderbar. So. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dahin. Und dann springt die Falle wahrscheinlich an. Wunderbar. Ich denke mal, genauso wird es gedacht sein, dass man da auch durch die Falle springen muss. Zusätzlich noch. Oh, man kann ja auch runterfallen. Okay, das passt. Okay, dann spiele ich mal mit dir mit, ne? Oder du, aber nicht mit mir, weil ich genau in die Lücke springe, wo natürlich kein Stein ist. Na komm. So, spring. Okay. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen, aber der Sprung ist auf jeden Fall machbar, das weiß ich ja. Ich spreche mal hier mal nochmal ganz kurz. Ja, wir müssen nach oben scrollen. Scroll, 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 scroll. Und jetzt geht das Teil los. Nö, tut's nicht. Ab wann geht das denn los? Ab welcher Plattform? Wenn ich hier stehe. Genau. Es ist möglich, garantiert. Das ist halt der offensichtliche Weg. Ich kann leider überhaupt nicht Rücksicht auf das Teil teilnehmen. Wenn man jetzt voll reinspringt, dann tut es das halt so. Haben sie überlebt! Darauf ein kleines Medipack. Ach komm, wir gönnen uns sogar ein großes. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt den Sprung auch geschafft. Okay. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. Das haben wir ja gerade eben oben gesehen. Als wir hochgeschaut haben. Wir waren gerade eben da unten bei dem Krokodil. Und den Items, die wir jetzt schon haben. Wunderbar. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter. So. Okay, was bewirkt der Hebel jetzt schon wieder? Ist jetzt hier Wasser drin oder was ist hier passiert? Ja, hier ist das Wasser drin, ne? Ich bin jetzt mal gewagt und sage, wir müssen hier einfach runterspringen. Weil wir dann durch den Gang kommen. Ist das richtig? Kann sogar sein, dass springen geht. So, und dann können wir jetzt hier rein, oder? Ähm.
glaube, hinter mir war irgendwas. Ich hau noch mal kurz. Nö, hier war wirklich eine Wand. Okay, aber sieht halt alles gleich aus mit diesen zugewachsenen Steinen. Okay, hier ist ein Stachel. Da kommt ein... Der stirbt natürlich nicht. Aber der kann mich nicht hier unten erreichen, kann das sein. Wie er einfach nicht durch die Stacheln stirbt, weil er durchrennen ist. Okay, dann speichern wir nochmal ganz kurz hier. Das ist schon ein bisschen verwirrendes Level. Wir haben jetzt nämlich zwei Wege. Wir können einmal hier unten dann gehen. Zu diesem Hebel hier hinten, der wahrscheinlich den Raum flutet. Oder wir schauen uns erstmal in Ruhe hier oben um. Haben wir denn jetzt hier? Oh, wir haben einen Schlüssel und ein großes Wasser. Alles klar, ich weiß, was der Raum bewirkt. Der bewirkt, dass die Teile da hochkommen. Habe ich einen Affen gehört? Oh, der ist da oben. Wie kommt denn hier ein Affe hin? Wie kommen denn die Affen hier hin? Genauso wie der Tiger, der war in einen Raum eingesperrt, in den er niemals überleben könnte. Na komm, stirb. So, das sieht zwar jetzt voll dumm aus, was ich mache. Danke. Haben die Affen auch noch weg. Wo kommen denn die Affen? Wo kommen denn die Affen her? Das macht keinen Sinn, dass hier Affen sind. Also wirklich überhaupt keinen Sinn. Wir würden doch hier sofort sterben. Dann müssen wir da wieder hochgehen. Moment. Wir müssen halt jetzt hier so einen vorderen Sprung nach vorne machen, so einen. Okay, haben wir jetzt hier noch einen Hebel. Also nicht einen Hebel, wir haben hinten die Tür, wo wir auch ranspringen. Ach, hier kann man dann reinfallen, wenn man es verkackt. Alles klar. Deswegen in der Stachel. Dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt mal den Hebel. Der wahrscheinlich bewirkt, dass diese Säulen da vorne rauskommen. Ich denke mal, dass die das bewirken. Oder sie... Ach ne, die bewirken, dass die Tür da oben aufgeht. Okay, und da war der Schlüssel auch dahinter. Und hier sind die Stacheln, dass wenn man es verkackt, stirbt man. Okay. Spielentwickler wollten es schon wissen, ne? Ich glaube, den Sprung kann man wirklich gut verkacken. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe ihn nicht verkackt. So, aber der Weg nach unten wird ein bisschen komplex. Okay, liegt ein Medipack und der Schlüssel für unten. So, wunderbar. Dann haben wir das auch noch. So, jetzt kommt der Teil, wo man es verkacken kann, dann ist mal. Wenn man nämlich einfach runterspringt, gegen die Decke prallt und dann nicht nach man fliegt, ist man tot. Aber so ist man irgendwie auch tot. So muss man ganz nach rechts. Kann ich hier direkt an die Kante? Verdammt. Okay, den Sprung kann man wirklich gut verkacken.
Ah, ich hab's geschafft. Ich lebe noch. So, bevor ich den Schlüsselhebel hier einsetze, möchte ich gerne wissen, was hier eigentlich ist. Was ist das drüben dann bitte? Wahrscheinlich geht jetzt was dann hier raus. Denke ich mal. Achso, man kann aber. Achso, wenn das Wasser draußen ist, dann kann man wahrscheinlich dann da hochspringen. Aktuell kann man da nicht hochklettern, weil es zu hoch ist. So, dann versuchen wir es mal, ne? Goldene Schlüssel. What? Das war ein Secret? Das ist ein Secret? Das ist ein Secret? Das ist ein Secret? Okay. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das ein Secret sein soll. Mir gerade schwer vorstellen, aber okay. Ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass es ein Secret ist, aber Spiel meint, der Schlüssel ist ein Secret. Okay, dann ist das jetzt ein Secret. Vielleicht ist es ein nicht optionales Secret, das könnte sich auch sein. Okay. Ist hier ein Raum, mit dem man zwei Schlüssel. Jo, warum bin ich gerade runtergefallen? Weil ich gerade ganz kurz dachte, das Secret würde einfach hier unten liegen. Super, darf ich jetzt nochmal machen? Ich würde ich gespeichert habe. Springen wir nochmal rüber und speichern dann. Ich bin nur gerade so leicht verwirrt, weil das Secret Sound da kam. Aber in meinen Augen ist es definitiv kein Secret, sondern da, wo man halt weiterkommt. Schwierig, schwierig, schwierig. So, jetzt speichern wir mal. So, jetzt haben wir hier eine Menge Türen. Hinter denen teilweise die Items liegen, kann das sein? Da liegt zum Beispiel Schlüssel dahinter. Okay, wir haben da auch schon eine Idee, wie man da fort. Was ist denn dahinter? Ist der gerade hier gewesen? Nö. Okay, ich müsste mir den Stein da irgendwas mit den Steinen machen. Um dorthin zu kommen oder so. Keine Ahnung. Und hier geht's dann weiter, wenn wir zwei Schlüssel eingefügt haben. So. Die Frage, wir müssen auf jeden Fall irgendeine Tür aufbekommen. Wahrscheinlich müssen wir den Stein auf irgendwo. Ich sehe diese Plattform da drauf stellen. Nee, wir haben sicherlich irgendeine tiefere Bedeutung, wenn man da einen Stein drauf stellt. Gut, forcen wir uns mal durch. Habe ich mir gedacht. Ich hatte so ein Gefühl gehabt, dass wenn man den Stein hier hinstellt, dass man die Tür da oben aufgeht. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich höre schon wieder irgendwelche Affen im Hintergrund. Und da oben liegt auch ein Schlüssel. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!